Ja, Suat, eine Halbzeit gespielt, aber du bist durchgeschwitzt wie zu Hause nach 120 Minuten, oder? Ja, das Wetter ist hier komplett was anderes, ist ungewohnt, war sehr anstrengend. Es hat sich echt so angefühlt, als ob ich 120 Minuten in Deutschland gespielt hätte. Aber war ein schöner Test und wir sind glücklich. Für die vielen Chinesen im Stadion sicherlich ein unterhaltsames Spiel. Und für dich? Ja, auch ein spannendes Spiel. Ich glaube, bis zum Schluss war alles drin. Viele Ballverluste, daher viele Kontersituationen, Ballgewinn, Ballverlust. Aber in Summe trotzdem ein gelungener Test gegen eine Mannschaft, die ähnlich vom konditionellen Aspekt her ähnlich drauf war wie wir. Relativ früh in der Vorbereitung, deswegen ist es trotzdem valide. Ich glaube, Fehler auf beiden Seiten, die jetzt aber zu dem Zeitpunkt absolut normal sind. Es ist natürlich kann nicht alles perfekt laufen in den ersten Minuten seit der Sommerpause, aber ich bin glücklich, dass ich die Leistung mit meinem Tor gekrönt habe. Wie war das mit dem Tor? Glaube ich, auch gut vorgearbeitet von Steven, oder? Ja, genau. Er hat halt gesehen, dass ich im Rückraum warte und gerufen habe. Und klasse Pass. Und ja, dann habe ich probiert, einfach in die Ecke zu schlenzen und es hat geklappt. Nicht nur aufgrund der schönen Treffer, waren wirklich sehr sehenswert, aber auch grundsätzlich die Art und Weise. Suat hat viele Bälle im Zentrum erobert, hat gut gepresst, hat sich immer wieder gezeigt, auch im Rücken der Gegner, hat ein gutes Positionsspiel gehabt. Nahezu ballsicher, Stevie genau das Gleiche, war mutig und das gefällt uns. Wenn Spieler den Ball wollen, wenn sie mutig sind, ist es immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Morgen ist Reisetag, es geht nach Peking, Beijing. Wie wichtig ist es jetzt auch nochmal was Neues zu sehen? Ja, es ist schön. Also wir haben uns da, wo wir jetzt waren, auch sehr wohl gefühlt. Das Hotel war tipptopp. Die Bedingungen waren super. Trainingsplatz relativ nah zu erreichen. Und ich glaube, jetzt in der kommenden Zeit wird es ähnlich gut sein, wenn nicht sogar besser. Daher freuen wir uns drauf. Die Reise ist auch sehr gut organisiert. Wir haben gute Bedingungen in allen Facetten.